Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir kommen endlich zu einem Video, das ihr euch schon seit langer Zeit wünscht. Viele von euch da draußen machen es immer noch absolut falsch. Das Duschen nach dem Training. Aber natürlich auch das Duschen generell. Und sie wundern sich, warum sie wenige, schlechte bis gar keine Resultate nur erzielen. Zum Glück gibt es Fitness-YouTube und ihr habt dieses Video gefunden. Jetzt werdet ihr eine Orientierung bekommen und das Ganze natürlich wie immer von Studien belegt. Also science-based Duschen. Dabei gehen wir nun alles im Detail durch. Von den Wiederholungen und Sätzen, über die richtige Technik des Duschens und Saubermachens der gesamten Haut, der Aufteilung der Körperpartien, der richtigen Temperatur und natürlich der Möglichkeit, wie man möglichst viel Muskelmasse aufbaut beim Duschen. Sozusagen die anabole Dusche. Und natürlich ganz wichtig dabei, wir lassen auch nicht die Ernährung außen vor. Die richtige Nährstoffversorgung während des Duschens, um natürlich in den anabolen Zustand zu kommen, zu bleiben und somit das anabole Duschen zu unterstützen. So, nun geht's aber los und ihr seid live dabei. Zunächst einmal eine der wichtigsten Fragen, um die es immer wieder geht und die ihr euch immer wieder stellt. Wie soll ich vorgehen? Split oder Ganzkörper? Beim Duschen gibt es vor allem zwei Varianten, die sich als sehr effektiv erwiesen haben. Und das ist zum einen das Ganzkörperduschen und zum anderen allerhöchstens ein Unterkörper-Oberkörper-Split. Sowohl von einem Dreier-, Vierer- als auch mehrfachen Split würde ich hier abraten, zwecks der Hygieneeinhaltung. Ich werde euch heute mal das Ganzkörperduschen näher bringen und auch die exakte Satzanzahl dazu. Das Praktische an diesen sehr gut eingerichteten Duschräumen ist, dass wir hier ein Intervall des Duschens haben. Das bedeutet, dass ein Satz automatisch zu Ende geht nach 20 bis 30 Sekunden. Sollte das nicht der Fall sein, ist es unumgänglich, dass ihr einen Timer dabei habt und dass ihr selbst die Zeit stoppt. Ein Satz. Vom Volumen her haltet euch möglichst an folgende Maßstäbe. Der Kopf sollte ca. 2 Sätze bekommen. Zum einen ein fürs Deckhaar, egal ob ihr welches habt oder nicht, und zum anderen für den restlichen Kopf, das heißt das Gesicht und den Hinterkopf sowie die Ohren. Nur für den Rücken und für die Brust bzw. Brust und Bauch, wie wir zusammen duschen, sollte jeweils 3 Sätze da sein. Für die Füße reicht ein Satz und für die Beine und für die Arme jeweils 2 Sätze. Eins für die linke Seite und ein Satz für die rechte Seite. Auch bei den Wiederholungen sollte man darauf achten, nicht zu viel zu machen, denn auch beim Duschen kann man leicht in den Overload kommen und damit in die Überhygiene. Die Folgen sind trockene Haut oder auch schuppige Haut. Auch die viel umstrittene Frage, ob man jetzt unbedingt bis zum Hautversagen duschen soll oder ob man ein paar Gel in Reserve lässt. Da würde ich sagen, grundsätzlich nicht bis zum Hautversagen. Was beim Training gar nicht mal schaden kann, ist beim Duschen wirklich sehr hart für die Haut. Deswegen lasst immer ein bisschen Gel in Reserve und nutzt nicht komplett alles ab und schrubbt euch die Haut so richtig wund. Das ist nicht förderlich. Grundsätzlich solltet ihr euch erst einmal aufwärmen, wenn ihr euch vorfällt. Es kann sein, dass ihr zu heiß startet oder auch zu kalt. Dieses Schock wollen wir gar nicht. Wir wärmen uns langsam auf, fangen mit einer mittleren Temperatur an. Der erste richtige Duschplatz beginnt dann erst am 3. oder 4. wenn ihr die Endtemperatur erreicht. Ich würde definitiv empfehlen, auch ein Intra-Showering zu nehmen. Wir nehmen kein Pre-Showering, weil das bereits schon abgedeckt wird mit dem Post-Workout. Beides gleichzeitig müssen wir nicht nehmen, aber ein Intra sorgt dafür, dass ihr vor allem im anabolen Zustand bleibt. Daran sollte definitiv ERA sein, eine ganze Menge davon, damit ihr ins anabole Showering reinkommt. Aber auch solche Substanzen wie Kreatin. Kreatin sorgt dafür, dass in eurer Muskelzelle der Wassergehalt erhöht wird. Und da wir ja duschen, passt das sehr gut zusammen. Wasser von außen, Wasser von innen und dann geht es dem Körper richtig gut. Zusätzlich sollte auch Arginin und Citrullin nicht fehlen. Denn der erhöhte Pump ist gerade beim heißen Duschen oder auch beim kalten Duschen oder beim Wechselduschen wirklich förderlich. Pump von innen, Pump von außen und damit habt ihr auf jeden Fall ein richtig gutes Duschbild. Aber eine Zutat darf auch nicht fehlen und das ist Zink. Zink sorgt dafür, dass vor allem später euer pH-Wert ein wenig unterstützt wird, gerade bei langen oder auch bei sehr heißen Duschen. Man hat wirklich festgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt zwischen denjenigen Naturalduschen oder auch nachhaltigen mit Steroiden. Letztendlich werden beide sowohl von Anfang an, als auch wie man in der Kurve sieht, bis zum Schluss über längere Zeit die gleichen Resultate in der Hygiene erzielen. Es gibt bei der
wirklich für die meisten sehr schwer zu treffen. Es erfordert schon ein wenig Erfahrung, um den Rücken richtig zu heilen. Ihr könnt dazu ein paar Tricks anwenden, wenn ihr nicht gerade mit den Mittelgängigsten seid und keine große Range of Motion habt. So zum Beispiel ein wenig Duschgel an die Wand schmieren und sich dann daran reiben. Das gleiche gilt natürlich auch auf dem Boden. So solltet ihr auch immer mit der sauberen Seite beginnen, wenn ihr zum Beispiel die Arme oder die Beine duscht. Erst die saubere Seite und mit der dreckigen Seite nicht mehr als mit der sauberen Seite, um eine Angleichung zu schaffen, wenn Disbalance vorherrscht. Auch hier gilt, die letzten Wiederholungen sind die absolut wichtigsten für die Pflege, nicht die ersten. Dann, wenn es so richtig schön anfängt zu scheuern, dann seid ihr auf der richtigen Spur. Die Technik macht den Unterschied. Gerade bei der Brust sollte man darauf achten, dass man die linke Brustseite mit dem rechten Arm abduscht auf eine Seite. Genauso wie dann anschließend die rechte Brust mit dem linken Arm. Alles andere kann auch zu Verletzungen führen, gerade im Schulterbereich. Natürlich ist auch das richtige Abtrocknen eine wichtige Sache und muss gelernt werden. Auch hier gilt es, die neuesten Studien zu berücksichtigen, die zeigen, wie man sich korrekt abtrocknet, um den besten Effekt zu erzielen, vor allem auf langfristige Sicht. Abtrocknen würde allerdings den Rahmen des Videos natürlich gewaltig sprengen, deswegen werden wir das an dieser Stelle nicht auch noch behandeln. Dann ist natürlich nur noch ganz wichtig, der richtige Post-Shower-Shake zu haben. Da empfehle ich auch eine kleine Zugabe von Zink und Magnesium, damit euer pH-Wert stabil bleibt und ihr schon möglichst früh wieder duschen könnt. Genauso wie die weitere Zugabe von EAAs und natürlich der Proteinshake sollte auch nicht fehlen. Alle Quellenangaben zu den Studien, die zu diesen Erkenntnissen führen, findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Schaut da gerne nach und vertieft das. Ansonsten lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen haben sollte. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mal ähnliche Themen behandelt haben wollt, die ebenso wichtig sind für euch. Hier geht es direkt weiter zu den nächsten wichtigen Tipps, die ihr nicht verpassen solltet. Und damit ihr auch generell kein Video mehr verpasst, abonniert den Kanal und erfreut euch der Videos, die da kommen. Schaut euch aber auch gerne mal die anderen auf diesem Kanal an. Ich werde jetzt meine Sitzung beenden und dann bis bald. Macht's gut, euer Martin.